Willkommen zurück beim Blutbad von 7 Days. Ups, ich habe ein Buch zerlegt. Mit mir natürlich hier fröhlich am Schlachten der Rocky. Hallo. Der Samonas. Hallo. Und der Sarutas. Amen. Ah, da fühle ich mich doch wohl. Blut und Gedärme überall. Du hast doch vorhin gesagt, Mann, ich muss so einen Rahmen bauen, oder? Jo, zwei Rahmen. Ich habe gerade einen Rahmen gefunden. Und einen Sattel. Ja, das ist doch auch nicht schlecht. Ja, eben nur 200, aber. Ja, hier hinten brauche ich ja gar nicht gucken, da ist ja nichts. Laufschuhe? Lauf mal damit schneller. Nö. Nicht wirklich, ja, ich glaube nur so. So, was das jetzt? Was machen die Gas? Masken. Keine Ahnung. Dann werde ich mal hochgehen, mir ein bisschen Holz holen und dann das, was übrig geblieben ist. Eisen meinst du, oder? Oh. Ich dachte gerade, ich falle. Aber das waren nur diese Gitter, deswegen es da so runterging. So. Nee, was ich habe, ist ein Rezept für einen Crossbow. Okay. Den kannst du zwar schon, aber bringt der wieder ein Level auf, Weapon-Smithing. Ja. So. Zement. Bisschen Koppel. Du machst die Spikes. Okay. Ich bin fleißig dabei. So. Ich tu mal meine Magnum zum Reparieren wieder in die Kiste. Gut, dann mach ich kurz mal Waffen wieder fertig, mach ich erstmal wieder am besten. Ja. Und die Helme nicht vergessen zu reparieren. Also die Punkte, die man anvisieren muss zum Reparieren, die kapiere ich irgendwie nicht. Na ja, was geht. Also bei den Spikes finde ich es irgendwie ganz komisch. Welche? Woodlock oder wo normal? Hast du die Magnum hingelegt? Zum Reparieren? Unten in die Kiste mit den fertigen Waffen. Die äußeren, diese. Ah, die 436er. Yep. Da siehst du auch, dass da so, dass der Frame das schlechteste dran ist. Ja. Frame haben bloß keinen mehr da. Das hat sich jemand was zum Reparieren. Meine Magnum liegt ja unten drin. Die ist schon repariert, die ist 5:12 geworden. Oh, halt mal, dann nehme ich die jetzt gleich mal mit, wenn ich wieder eine Stadt kenne und restliches Zeug hol. Ah. So, die Betonwand ist schon wieder repariert. Das ging schnell. Die ist unten in der Kiste, oder? Ja. Ah, gut, 6 ging runter jetzt beim Reparieren, deine Magnum. Ah, 6, was ist denn das? Das ist ja nix. Ein paar kam aber auch von der Seite. Ja, aber nicht viel. Oh, gucken wir mal, ob wir den Rest jetzt mitbekommen oder ob da schon wieder so viele Haufen da rumstehen. So, da ich die Mauer schon repariert habe, mache ich jetzt ein bisschen mit Spikes. So, was wollen wir dann diese Woche machen? Weltherrschaft.
Sollen wir zusammen in die verbrannte Stadt gehen? Dann eher schon, eher mal in die... ins Schnee gehen. Da gibt's aber keine Stadt. Ein Segway. Aber wir brauchen da Sachen. Ach so, Lead meinst du, ja? Nicht Lead. Das weiße Zeug. Koks? Hydrat. Da baut Hydrat, ja. Ja, dann grab mal schneller. Oder fahr mal schneller. Die Frage ist, ob wir das Nitrat an der Oberfläche finden. Theoretisch sind müssten wir's. Hast du Metall dabei? Ja, ich hab's aus der Kiste oben genommen. Achso, deswegen habe ich da nichts gefunden. So, sieht doch schon wieder ganz gut aus hier. So. Oh, dann müssen die nur noch wieder auf Metall abgegradet werden und. Ja, die Frage ist halt, ob wir das auf Metall machen, weil das ist halt immer extrem teuer. Ja, die sind ja aber schon auf Metall, ne? Ja, das ist halt die Frage, ob wir es einfach mal runtergehen lassen und dann einfach immer nur die Holzspikes, Stufe 2 nehmen. Aber Holz haben wir ja genug. Metall doch auch, oder nicht? Ja, aber wenn du das alles auf Metall machst und dann regelmäßig Wellen hast. Müssen wir gucken. Ja, Wellen hat schon alles 7 Tage. Die Dinger zu reparieren oder die Mauer? Ach, die Mauer kostet halt nur ein bisschen, also ich habe jetzt, keine Ahnung, 500 Zement zum Reparieren benutzt. Das ist jetzt nicht so viel. So, ach du Scheiße. Was denn? Wieder alles voll hier. Keine Ahnung, wer das war. Hm. Ich nicht. Ich räume mein Zeug immer gleich auf. Gerade ich, ne? Ja. So, das. Ich würde mal sagen, die Kiste ist voll. Welche? Ohne Fliegerbrille. Welche Kiste? Die Kleidungskiste. Ach so, ja, da kümmere ich mich gleich drum. Naja, lass dir Zeit. Ich räume nämlich gerade oben die Klamotten, die wir jetzt gerade noch mit haben. Leder. Oh, und ich tu mal wieder Sachen fusionieren. Hazardmask. Ach ja, hier liegen auch noch ein paar Waffenteile hier oben. Halstuch, Hose und Shirt sind das einzige, was man braucht, ne? Der Rest von dir war ja besser, oder? Ja. So. Ah, ich muss hoch was trinken, was essen. Hopp. Ach, die haben hier die ganze Reihe vorne weggerissen. Was? Hier aus. Ich glaube, davon sollten wir uns sogar mal ein paar auf Vorrat fertigen. Weil die so lange dauern, meinst du? Mhm. Samonas, wie viel Punkte bringt dir der Fixer, wie viel Reduktion, wenn du den voll hast? Ich schau kurz. Der Reparaturmeister bringt 50% weniger Verlust. Minus 50%, okay, dann repariere ich die Helme. Dann repariere ich die Helme. Okay, warum? Ich bin bei minus 83%. Beim Fixer oder? Nee, ich habe ja die Armor auf Max. Aber ist der Helm nicht Wissenschaft?
Ja gut, die hat ja keiner von uns. Ich probiere es mal mit einem anderen Helm. Wer hat da die Blumentöpfe hingestellt? Dann bleibt da ständig dran hängen. Der so groß und blöd fragt. Okay, es geht schon gut runter bei den Helmen. Soll ich es mal gleich versuchen, einen Helm? Ja. Hast du einen da oder ja. Ein kleiner? Nö, nimm ruhig den großen, dann wissen wir es wenigstens ungefähr. Okay. Tust dir mal in deine Kiste hier. Mit der Munition. Brauchen die Lampen eigentlich irgendwie Strom? Nein. Brauchen die was brauche ich da zum Reparieren eigentlich? Liegt dabei, habe ich direkt daneben gelegt. Die Mopeds brauchen auch nur eine Batterie, ne? Das ist, glaube ich, auch egal, ob die voll ist oder nicht. Yep. So. Aber man braucht nur ein Eisen dafür zum Reparieren. Yep. 521 ist er geworden. Na, also okay, also bist du besser. Gut. Das wäre es ja noch, wenn man die Batterie für den ersten Start nochmal aufladen müsste. So, das. So, ich stehe schon wieder voll oben. Ich glaube, die ganzen Footballhelme werde ich mal. Tobi, hast du das Zeug geskillt für den Händler? Jupp. Dann habe ich dir mal ein paar Footballhelme, die könntest du mal. Oh. Ja, die sind relativ wertvoll, wenn ich mich recht entsinne. Mal, wo ist denn das Zeug hier? Ach, noch ein paar bauen. Wie waren das jetzt? 1, 2, 3, 4. So. Welche Entfernung? Ja. Ach, Tobi, du hast wieder deine Rüstung vergessen. Ja. Kein Hunger, oder? Wenn ich wieder zurückkomme. Ja, wo bist denn du? Hier direkt im Haus? Ja, ich bin unten bei meiner Kiste. Hört sich immer so an, als wäre man das selbst. Also die Kiste oben möchte geleert werden. Ja, ja, ja. Gleich wieder da. Aber ich habe mir einen chilligsten Shop rausgesucht. Das looten wir. Würde ich jetzt so nicht ganz unterschreiben. Du bist ja auch erst dreimal gestorben oder viermal oder so. So, so ganz easy. Ich muss jetzt erstmal in den Keller gehen und. Also, Monas belegt hier oben wieder die Werkbank.
Kann das sein, dass die Mauer nicht mal Schaden bekommen hat? Ich habe sie ja schon repariert. Na gut, ich beleg sie gerade, um die Sachen zu fusionieren. Wollte ich auch gerade machen. Zum Glück haben wir zwei Werkbänke. Aber wir können auch noch zwei da oben aufstellen. Wir haben ja noch eine in der Kiste. Ja. Ah ja, ich wollte die Kiste mit leer räumen. Da war ja was. Oh Gott. Wollte ich das wirklich? Da fast nichts drin. Ja, sehe ich. Weiß ich, in der Stadt hier oben, da regnet es nur. Da wollte ich nicht wohnen. So kann ich wenigstens auch mal was abstauben. Auch schon ein 600er Bandana. So. Das war auch. Auch. Ah, ich nehme an, die Magnum hast du in der Tasche gerade. Jo. Nee, ich meine Samonas. Ne, die liegt drinnen. Hä? Ach so, falsche Kiste. Hä? Ach da. Könntest auch ach, demnächst nochmal einen neuen Crossbow anschmeißen. Okay, ist Eisen schon draußen? Nein, ich weiß ja nicht, was du brauchst dafür. Da sind jetzt übrigens noch ein paar 600er Sachen drin, ne? Weiß nicht, was macht man mit dem Zeug? Ich bräuchte dann 40 Eisen, wenn du beim nächsten Mal unten bist. Was man nicht gebrauchen kann, wie das zerlegt, oder? Was willst du zerlegen? Die Kleidung? Ja, also ich zerlege das, was niedriglevelig ist. Und zwei Rahmen sind unten fertig schon. Also das wollte ich auch noch bauen. Also ich lass ein bisschen mehr Eisen raus. Pipes haben wir nur oben, oder? Was für Dinger? Pipes. Iron Pipes. Ja. Ja, die haben wir hier oben. Warte, baue ich da immer noch auch gleich zwei Handgriffe und zwei Sitze. Habt ihr das auch gehört? Hm? So bist du wieder da. Hört wie ein Zombie. So.
Habt ihr die Taschenlampe auch zu Waffenparts? Nein. Hast du da unten in deiner Waffenkiste ein Sortiersystem drin oder einfach reinpacken? Einfach reinpacken. Ich tue es ja gerade nebenbei noch fusionieren. Oh, ein Bergbauhelm. Gehört dem der Helm jemanden? 21? Nee, ich glaube nicht. Wie hoch ist dein Helm? 283. Gut, dann ist deiner da teilweise sogar noch höher als meiner. Aber wenn du den Helm nicht brauchst, dann leg ihn dann rein den anderen und dann tue ich mal fusionieren. Ja, ist bei Sani in der Kiste. Wo kommen denn überhaupt die Taschenlampen hin? Ah, hab's gefunden. Gut. Da können wir uns auch mit Blut schmeißen. Ja. Yep. Guck mal in die andere Kiste rein, die Waffenteile. Dann hab ich nicht. Ich meine, das ist ein. Nee, das ist ein, also, da liegen auch nochmal 10 Stück drin. So. Du brauchst wahrscheinlich noch eine dritte Waffenkiste. Obwohl, wenn du es jetzt alles fusionierst, dann danach wahrscheinlich nur noch eine Hälfte. Ja, oder weniger. Ja. Tobi, hier in der kleinen Kiste, wo die ganzen Rezepte liegen, liegen unten die ganzen Helme zum Verkaufen. Und da liegt auch das normale Geld, das kannst du auch mit verkaufen. So, wenn ja, wer will, kann auch die Rüstung soweit lernen. Ich bin ja auf Max, von daher, wer das will, kann auch. Da musst du mal hochgehen, ich brauche noch Scheinwerfer. So, jetzt muss ich mir erstmal wieder satt trinken. Also. Satt trinken? Ja, hier. Wie sieht's denn eigentlich mit deinem Waffenbauskill aus, Samonas? Also, Waffenbauen bin ich gerade auf 50. Was, echt so wenig? Ich hab gedacht, bestimmt höher. Uiuiui. Ich meine, ich durchfeile das auch noch hoch? Ja. Nee. Also, den Waffenskill, dachte du meinst, den. Nicht ganz mit dem. Ja. Sondern Weapons mit dem. Was bringt denn das Vollstrecker-Magazin? Weapon-Spinning auf 90. Oh, wenn nicht gerade. Na dann, gönn dir mal die Pfeile und die Armbrust, dann hast du nochmal 3 Level drauf. Ich warte gerade nur, bis unten es durchläuft. Achso, du bist unten, oder wie? Ich bin oben, aber ich hab unten, muss unten Eis anwerfen. Achso. Übrigens, wenn du die Pfeile in der Forge baust, kriegst du auch Erfahrung dafür. Aber nicht so viel, dass es sich lohnt. Nee. Deswegen meine ich ja, gönn dir ruhig mal die Rezepte, die da oben liegen. Okay, wenn das meint. Ja, wenn du auf 100 bist, umso besser. Danach ist dann erstmal Wurst. Hä? Hey? Ach, du bist gerade in der Forge drinne. Ich hab jetzt Eisen rausgeholt für mich. So, das. Haben oben gerade noch Federn oder? Eine Feder. Ah, okay. Dann baue ich erstmal Armbrüste. Hast du jetzt das Zeug schon gelernt? Bringt es nicht da auf ganz bedingt was? Nee, es hängt davon ab, was. Also die Rezepte für die Waffen bringen ganz bedingt, aber der Crossbow und die Pfeile bringen Weapons bedingt. Okay.
Deswegen meine ich ja, dass du dir erstmal dass du das nimmst für deine Weapon-Skills. Weil wenn du 100 bist, bringt uns das mehr, als wenn wir einen Crossbow machen können. Ja. Mit Level 10. Übrigens, damit mir der Ruf nicht flöten geht, möchte ich mal auf die Uhr hinweisen. Ja, ich hab's auch schon gesehen. Feuer bringt auch Weapons mit. Ja. Na, gucken wir mal, was der Händler zu bieten hat. Ja, auf jeden Fall viele schöne Tokens mit. Können wir eigentlich auch mal wieder vorbeischauen. Wird mal wieder Zeit für eine Schatzkarte. Und die Gunsmithing, das bringt ja auch was für meinen... Für reparieren. Reparieren, ja. Also wenn du da noch Bedarf hast, kannst du auch diese ganzen Rezepte, die da drin liegen. Da liegen ja übelst viele AK-Blueprints und alles drin. Nee, weil ich habe ja nur auf 50 gerade meine Waffen, Gunsmithing. Na gut, da geht natürlich noch einiges beim Reparieren noch flöten. Ja. Du ja für doppelten Rezepte oder so, wo wir mehr viel haben. Aber wir hatten gerade eben auch 5x AK-Rezept drin. Ja, das so viel brauchen wir das für nicht. Na, Rocky scheißt ins Bett. Ja, kann man sich auch hinlegen? Nein. Also ich habe jetzt alle möglichen Kombinationen durch. Ich habe den Voice Chat gefunden, aber nicht, wie man sich hinlegt. Nee, ich glaube, es geht nur hinhocken. Habt ihr jetzt eigentlich schon auch mal beendet? Nein. Nein. Okay. Ich wollte es damit abschließen, mich ins Bett zu legen. Ach so, na gut, aber... dann Rocky ist müde, würde ich sagen, mach mal Schluss. Also dann, macht's gut. Ciao. Sorry. Tschüss.